Guten Morgen, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Johnson legt Kompromiss für Brexit vor. Die Vorschläge des britischen Premiers sehen unter anderem vor, dass in Nordirland weiterhin die EU-Standards gelten, um Grenz- und Zollkontrollen zu verhindern. Der irische Regierungschef Varadkar nannte das Papier nicht vielversprechend. Auch Vertreter der EU sehen weiterhin Streitpunkte. USA erheben Strafzölle wegen Airbus-Subventionen. Seit 15 Jahren streitet die US-Regierung mit der EU, weil sie den US-Flugzeugbauer Boeing benachteiligt sieht. Die Welthandelsorganisation hatte heute Strafzölle in Höhe von 7,5 Milliarden Dollar genehmigt. EU-Kommissionspräsident Juncker kündigte an, im Gegenzug ebenfalls Strafzölle zu erheben. Voraussichtlich letzte Sondierungsrunde in Sachsen. CDU, Grüne und SPD treffen sich zum dritten Mal in Dresden, um über eine sogenannte Kenia-Koalition zu beraten. Die Spitzen der drei Parteien äußerten sich im Vorfeld zuversichtlich. Tag der Deutschen Einheit. Die zentralen Feierlichkeiten zum 29. Jahrestag der Wiedervereinigung finden in diesem Jahr in Kiel statt. Auf einer Ländermeile präsentieren sich alle 16 Bundesländer. In Berlin waren am Mittag mehrere Bürgerrechtler von Bundespräsident Steinmeier für ihre Verdienste in der Wendezeit ausgezeichnet worden. Die Ergebnisse der deutschen Mannschaften in der Champions League. Slavia Prag unterlag Borussia Dortmund mit 0:2 und der RB Leipzig musste sich mit 0:2 gegen Olympique Lyon geschlagen geben. Das Wetter. Am Donnerstag teils freundlich, teils dicht bewölkt. In der Mitte Deutschlands viel Regen, im Nordosten einzelne Schauer. Im Südwesten trocken mit viel Sonne. Höchstwerte 8 bis 16 Grad.